My hand. Ah, my hand. Ah, my hand. Ja, es wird jetzt glaube ich zum Running Gag, ich weiß auch nicht. Haben wir hinten vielleicht noch was? Diese dämliche Leine. Ah! Fail. Entschuldigung, ich habe gerade aus dem Spiel rausgeklickt. Hallo. Alter Schwede. Ich kann die Leine nicht mehr richtig nehmen, also. Ah, guck mal, hier haben wir schon 1 Euro. Das waren ja wohl ganz eindeutig Euros. So, was haben wir hier? Ah, guck mal, haben wir noch 20 Cent gefunden. 2,50 Euro, für mich viel Geld. Und eine schöne Uhr. Hm. So, was haben wir hier noch? Na, wir brauchen nur noch eine Münze und die wird ja wohl hier irgendwo noch sein. Die Wasserflasche haben wir vorhin aber gar nicht eingepackt. Wo zum Teufel ist denn jetzt die letzte Münze? Ach, dort haben wir nochmal 20 Cent. 1,40 Euro sollte für einen Anruf reichen. So. Oh, komm schon. Münze eingeworfen. Ich hätte gern die 10. Eine Telefonkarte. Jetzt kann ich anrufen. Es ist die 5, nein! Hallo? It's just broken. Grandma, you're not going to believe what I've brought you. You're more than enough for me, darling. You remember I mentioned a surprise? Well, guess what? It's a letter. A letter from Nikola Tesla. A letter from Tesla? My word! What does it say? I'll show you when I get there. I'm at the station now. I'll be waiting for you, dearie. Oi! Stop! Stop! Give me back my bag! After him, Ferris! Catch him! Ladebildschirm, Ladebildschirm! Oh mein Gott! Oh, my hand! I'm sorry. Did you see a man wearing black run past? He snatched my bag a couple of minutes ago. I could care less about that right now. I've been bitten by a huge rabid rat. Oh, my hand! It's not a rat at all. It's my ferret. And he was chasing the thief. I haven't seen anyone. I was just walking past. Look, over there, to my right. Is that your bag in the bushes? Yes, it's mine. Let me see if anything's gone. Weird. Looks like everything's there. I'm very pleased for you. Unfortunately, I'm not so lucky. Thanks to your ferret, I'm bleeding. Give me your hand. I'll bandage it up. Ah, my hand! Ja, es wird jetzt glaube ich zum Running Gag, ich weiß auch nicht. Ich habe alle nötigen Erste-Hilfe-Utensilien in meiner Tasche. Natürlich. Ja, weg. Das brauchen wir also scheinbar nicht. So eine schöne Desinfektions... Irgendwas. Ah, guck, jetzt ist die Schere auf einmal hier drüben, ne? Natürlich. Ein bisschen Parfüm noch zur Desinfektion, also... Das brauchen wir auch nicht. Was ist denn das hier? Gott. So, da haben wir noch eine Binde. Das Wasser hatte ich da auch vorhin gerade. Vielleicht noch eine schöne Uhr oder sowas. Oder ein Handy so zur Bestrahlung. Nicht witzig. So, haben wir hier noch das Wasser. Und hier haben wir noch die Wattestäbchen und das Jod. Jod. So, haben wir alles gefunden. Ich habe alles, was ich brauche. Lassen Sie mich die Wunde verbinden. Vielleicht... Zack, nein. Ah. Das geht hier nicht. Ich werde die Wunde verbinden. Das geht hier nicht. Au. Oh. Jetzt werde ich die Wunde desinfizieren. Habe ich doch gerade gemacht. Das geht hier nicht. Das sollte als Verband reichen. Der Verband ist fertig. Sie haben den Verband schnell und geschickt angelegt. Nicht schlecht. Thank you. I didn't
didn't think ferrets could be so dangerous. I'm sorry about the cut. It's really not like him. Buy your beast a leash if you can find him. Ferris knows the way home. He's probably already there. Please don't be mad at him. Well, time for me to get going. Goodbye. Ladebildschirm und solche sympathischen Menschen, mit denen würde ich auch gerne viel mehr zu tun haben. So, erstmal nochmal schnell richtig hinsetzen. So. Das ist Omis Haus. Irgendwo hier am Tor muss die Klingel sein. Vielleicht hier? Ah, guck mal. Omi hört die Klingel nicht, wie üblich. Aber der Schlüssel muss hier irgendwo an der Wand versteckt sein. Es ist verschlossen. Tja, das ist eine Tatsache. Oh, was ist das? Ein Ziegelstein. Ja, was auch immer wir damit sollen. Was ist hier? Ist das dunkel hier? Ich glaube, ich habe eine Taschenlampe im Rucksack. Yay. Dann suchen wir jetzt die Taschenlampe, die hier ja irgendwo sein muss. Hier ist schon wieder alles anders angeordnet, ey. Wo ist die Taschenlampe? Goddammit. Hallo, Taschenlampe? Yeah! Mist, wo ist die Taschenlampe? Ah, da. Hallo. Da ist die Taschenlampe. So, jetzt werden wir die Taschenlampe mal hier rein benutzen. Ah, da sind sie ja. Meine Hand passt nicht in Deutsch. Womit kann ich die Schlüssel rausangeln? Was ist das denn? Ein Stück Seil? Ich kann den Ast nicht erreichen. Ah. Nur noch ein bisschen höher und ich kann den Ast erreichen. Na toll. Ich dachte, ich hab's schon geschafft. Puh. Ah. Das ist es. Was zum? Das ist ein ziemlich starker Magnet. Natürlich, ich habe auch in meiner Rabatte Magneten liegen. So, jetzt kann ich an den Ast. Abgebrochener Ast. Ja. Dann. Wenn ich die Blätter nicht wären, könnte ich die Schüssel erreichen. Ich brauche ein Messer. Das war doch. Immerhin ist jetzt hier noch alles genauso angeordnet wie. Ein Taschenmesser, gleich und scharf, wie wir es gerade eben verlassen haben. Aua! Oh. Oh. Eben den Kopf gekratzt. So, jetzt haben wir mal den hier. Ohne Zweige und Blätter geht es bestimmt besser. Fail. Fail. Epic Fail. Ich komme nicht dran, die sind runtergefallen. Dann machen wir jetzt mal das hier. Oh. Die Schlüssel. Der hier ist bestimmt fürs Tor. Scheiße. So, geschafft. Endlich bin ich angekommen. Ladebildschirm. Ich komme gar nicht mehr dazu, es öfter zu sagen als sonst. Omis Haus. Hello, Grandma. At last. You're here at last. Ferris got here before you did. Well, of course he did. And he brought the letter. What? But I have the letter. Well, let's take a look. You're right. The letter's not there. It probably fell out of the bag and Ferris picked it up. Good boy. As far as I can work out, Tesla wants us to find his greatest invention. I'm getting a bit slower than I used to be these days, so I'm going to need your help. Ich trinke schnell was. Of course. But what tests is he talking about? Well, it looks like the person who wants to find the invention will have to put on a good show. So the first part is in a present. What could that mean? It's probably the present and souvenir shop. It's owned by a guy called Christian. I'll go to see him right now. Can you look after Ferris for a while? Ladebildschirm. Der Souvenirladen. Souvenirs. Good afternoon. Are und you Christian? I am. Yeah. How can I help you? I've come for Tesla's invention. Aha, I see. Yes, yes, I understand. To obtain the thing you've come for, you must chase my beloved Matilda from her place. I'm sure I can convince her without resorting to force. Do you want to try? Well, I don't know. Maybe I should offer Matilda a saucer of milk. She just ate. What about if I scratch her behind the ears? That doesn't usually work. I've got it. I'll make a squeaky toy. Not even the most important cat will be able to resist. Do you think you can make one? I bet it would be useful in the future. I'll have a go now.
Wir werden es versuchen und diese äußerst, ja, äußerst motivierte Katze von ihrem Platz verscheuchen. Hallo, suche alle Mäuse, verbleibende Mäuse und so viele. Hier haben wir noch eine, klauen wir uns einfach mal aus dem Schild und ja, wir gehen einfach mal ein bisschen hier zack, zack und ja, hier haben wir ein Seil, das wir nicht nehmen können. Und hier liegt noch mehr so ein Zeug, das wir alles nicht brauchen scheinbar. Ah, Mist. Ah, guck mal. Welche kommt zuerst? Die hier oben? Ah, jetzt noch die hier unten, bitte. Bitte, danke. Aber hier noch eine und da haben wir noch eine und... Oh, Hilfe. Sah jetzt ja gerade schon ein bisschen gruselig aus. Anstatt, dass du mal die Mäuse fängst, bist du... Noch 6 Mäuse und ich sehe jetzt schon keine mehr. Ihr müsst wissen, ich sehe das auch nicht so groß wie ihr, sondern ich sehe das nur in einem winzigen Fenster hier. Weil Fraps es groß nicht aufnehmen wollte. Beziehungsweise... Es wollte groß aufnehmen, aber... Wenn 2 Minuten 4 GB werden, ja, da ist die Platte nicht erfreut. It's not amused, you know. Oh, was haben wir hier? Noch eine Maus. Und noch eine Maus? Vielleicht noch eine Maus? Da. Haben wir vielleicht noch eine Maus hier irgendwo? Oh, der hier. Ah. Have you found a suitable mouse? Interesting. That's not all, though. Okay. I won't disturb you. So, bastle eine Maus für die Katze. Tata! Miete Tata! So, was haben wir denn hier? Papier! Und was haben wir da? Dreck. Also ultimativ für die Katze. Was? Mathilde hat einen sehr reinrassigen Stammbaum. Sie ist sehr schön und faul. Eine Schnur? So, haben wir hier noch irgendwas? Ein Schlüssel, natürlich. Und Tom Bügeleisen. Ein Schraubenzieher. Ich brauche einen Schlüssel. Yay. Eine Kugel. Da ist ein Kugellabyrinth in der Brust des Roboters, aber ich habe keine Kugel. Doch. Look. Balanciere die Kugel in die Mitte des Labyrinths. Ah. Lol. Wow, hier wird sogar die Physik beachtet, Mensch. Ich bin ja richtig begeistert. Ist das überhaupt richtig, wie ich das hier mache? Ich weiß es gar nicht. Ich mache einfach irgendwie irgendwas. Ah. Ja, doch, hat geklappt. Super, der Roboter hat seinen Griff gelockert und jetzt haben wir hier noch einen Schlüssel. Na, super, klasse. Du kannst das Rad nicht abziehen, es ist angeschraubt. Das Rad hier. Angeschraubt. Hm, auf jeden Fall kein Schraubenzieher, sondern Papier. Das geht hier nicht. Fertig. Gerade eben sah das Rad noch anders aus. Maus ohne Rad, Schlüssel und Bändel. Sehr schön. Naja, also. Maus ohne Schlüssel und Bändel. Schön. Maus ohne Schwanz. Hä? So ein Schwanz. Maus ohne Bändel am Schwanz. Großartig, jetzt lass uns mit Mathilda spielen. Was für eine schöne Maus. Go, my beauty, go! Your plan worked beautifully, miss. Jones, Laura Jones. Pleased to meet you. The object you need is inside, among the decorations. How will I recognize it? It looks a bit like a medal with the frame of a flame. Ladebildschirm. Und wir sind im Innern. Suche die Teile von Teslas Maschine zwischen der Dekoration. Tja, sieht aus, als wären wir kurz vom Ziel. So. Ach, fail. Oh nein, die ist auseinandergefallen. Fail. Fail. Ein Mädel mit 2 linken Händen. So wie es sein muss. So, hier haben wir noch eine. Und eine fehlt immer noch. Gottes Willen. Ja, aber wo denn? Wie denn? Wo ist sie denn jetzt hingefallen? Ach, hier. Na, geht doch. So, dann klicken wir mal hier so ein bisschen fröhlich in der Gegend rum. Boah, ich weiß noch, als ich dieses Spiel das erste Mal gespielt habe, ey. Weißt du, wie geil das eigentlich war damals?
Das ist ja 2009, ne? Das ist kein hochaktuelles Spiel. Die Musik ist schon geil. So, das nicht, das auch nicht, das auch nicht. Aber das hier? Nee. Ich versuche übrigens auch alle Minispiele zu machen. Na, ich gebe euch noch Bescheid, wenn es dann soweit ist. Weil die kann man auch überspringen, wenn man nicht weiterkommt. Und kriegt stattdessen ein weiteres Suchspiel. Bloß, das möchte ich eigentlich gerade gar nicht. Deswegen, naja, ich werde euch das dann zeigen. So, was, hallo? Ja, ah.